Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mit meiner Rede mit einem Dank anfangen. Und zwar an einem Dank an alle Menschen, die am letzten Wochenende, die Zehntausenden von Menschen, die am letzten Wochenende in Essen gegen Faschismus demonstriert haben. Vielen Dank für euer Engagement. Dass so viele Menschen Gesicht gezeigt haben gegen rechtsextremen Hass und Hetze, das war für mich auch nochmal besonders wichtig, weil vor wenigen Wochen gab es einen rechten Anschlag in meinem Wahlkreis in Mönchengladbach gegen die Lebenshilfe. Und Menschen mit Behinderungen, die dort leben, haben mir berichtet, dass sie jetzt Angst haben, in der Öffentlichkeit zu sein. Und das ist nicht zu akzeptieren. Ich verstehe gerade nicht, warum Sie an dieser Stelle so rumbrüllen. Hören Sie einmal in Ruhe zu. Menschen mit Behinderungen dürfen keine Angst haben, dass die Verbrechen der Nazi-Zeit sich wiederholen. Dafür zu sorgen, das ist die Verantwortung aller demokratischen Parteien hier im Parlament. Und wenn wir uns für Menschenrechte einsetzen, dann macht das natürlich nicht in unserem Wahlkreis Halt. Das ist natürlich eine globale Aufgabe. Dafür braucht es globale Zusammenarbeit, globale Institutionen und es braucht eine Stärkung der globalen menschenrechtsbasierten Politik. Und der Antrag der AfD, der möchte ich hier alles streichen, möchte auch die Mittel von Nichtregierungsorganisationen streichen. Und die Auswirkungen sind: Menschen in Krisenregionen werden verhungern, Menschen werden die Möglichkeit verlieren, Bildung zu erhalten, medizinische Grundversorgung und besonders auch viele Projekte, die sich nach den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen richten, auch sie werden kein Geld mehr haben. Die AfD spricht dabei von nationalen Interessen und offenbart damit, was sie darunter versteht, dass sie Menschenleben wertet, dass sie Menschen eben nicht als gleich ansieht. Und dass sie verhindern möchte, dass eine menschenrechtsbasierte Politik global gestärkt wird. Und das erinnert mich nicht nur an den Faschismus, das ist faschistisch. Das Interesse der AfD ist mehr globale Ungleichheit, globale Unsicherheit, mehr gewaltsame Konflikte und weniger globale Zusammenarbeit. Und damit eine direkte Unterstützung der Interessen von Putin und dem Versuch eines globalen Rechtsrucks. Dieser Antrag zeigt mal wieder, wo die AfD steht. Die AfD ist nicht interessiert, sich für das Wohl der Menschheit einzusetzen. Ihr wollt zerstören. Das werdet ihr dieses Mal nicht schaffen. Nie wieder ist jetzt.